Regeln muss man halt einhalten und so. Denkt da immer dran, Regeln muss man einhalten. Jo Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge des Pokémon Showdown Cups. Es ist nicht das Finale, da mir ein ziemlich dummer Fehler passiert ist. Ich habe, wie vielleicht irgendjemand von euch aufgefallen ist, Diktri im Showdown Cup, hier als Ayumon gespielt. Allerdings wurde es ja ins BL2 gebannt, was ich nicht wusste, weshalb ich meinen Kampf als Niederlage werten musste. Regeln muss man halt einhalten und so. Denkt da immer dran, Regeln muss man einhalten. Allerdings hat sich Floskel jetzt nicht mehr gemeldet. Ich denke mal, er hatte das Turnier schon abgehakt, weil er den Kampf verloren hatte. Und ja, deswegen habe ich mich dann eigentlich dazu entschieden, mich zu disqualifizieren, da er sich nicht gemeldet hat. Habe ich mich aber dann dazu entschieden, dass die Verlierer, so gesehen, ich und Slitzy TV nochmal gegeneinander kämpfen, dieselben Regeln wie im Finale, und der Gewinner von uns dann gegen, na, wer war im Finale? Gegen den Finalisten. War das nicht Rose? Rose war doch im Finale, oder? Ja, gegen Rose im Finale antreten. Und ich mache lieber noch ein bisschen mehr Gedanken, wenn er so lange überlegt. Ja, Blizzle ist eigentlich ein gutes Lied. Guter Lied. Ansonsten. Ja, doch, ich denke, Blizzle ist ein sehr guter Lied. Die anderen möchte ich mir ein bisschen länger aufheben. Sein Team wird schon stimmen. Ich sehe von jeder Gen was, ja. Mein Team stimmt auch. Habe ich extra mehrfach kontrolliert. Lol, es hat nicht komplett hingepasst. Das soll die Speed Level Challenge heißen, aber gut. Okay. Ich könnte hier hinter einen Sub gehen. Bringt mir aber relativ wenig, weil ich nur Volt Switch fahre. Habe ich gar nicht mal so. Oh, wait. Das sind jetzt Gen 7 Regeln. Die T-Wave könnte missen, aber gut. Dann ist es so. Es ist inzwischen Gen 7, passt also. Sind ja für ihn die gleiche Voraussetzung. Lavita. Wait. Immun? Ach, weil es Boden ist. Ich dachte gerade, ich mache ihm sein Guts kaputt. Ich könnte hier simpel sein Burn schon mal ein bisschen stallen. So viel dazu. Und ich mache ihm nur mit Pursuit Schaden. Das ist gefährlich. Das ist definitiv gefährlich. Kann ich das handeln? Ich habe den Sash hier Energy Ball auf meinem Abra, also kein Problem. Ja, okay, er nimmt uns hier raus. Ist aber voll okay. Vielleicht outspeeden wir ihn sogar. Er hat 14. Okay, nein. Wobei, 14 plus 7. Ja, okay, er outspeedet, wenn er Jolly ist. Okay, er ist Jolly Max Speed. Okay. Wie er uns einfach auf den Sash runterhaut und nur 95% damit zieht. Er hat den Fake Out auf seinem Chimchar. Weshalb ich hier definitiv raus switche. Kann hier ganz gut in unser Cranidos, unser Mini-Ramaidon gehen. Was mit Sheer Force, was nur den Crunch verstärkt, ich trottel. Wir hätten ansonsten auch Moltres haben können. Und was mir gar nichts bringen würde. Wir sind nur ein Rock-Type. Er ist aber nur ein Feuer-Type, weshalb ich hier auf den Headsmash gehen kann. Der Headsmash sollte alles, was er hat, gut treffen. Ja, das ist leckerer Schaden. Ich gehe ja nochmal auf einen Headsmash. Er hat hier eigentlich definitiv keinen Switch-In. Und damit können wir sein Team eigentlich schon in eine Position bringen, um am Ende mit einem Geschell-Smash den Clamperl zu sweepen. Dafür bräuchte ich höchstwahrscheinlich noch Damage auf seinem Magnemite, Slitzy. Danke. Danke.
du tust mir gerade einen Riesengefallen. Denn mit dem mit dem Head Smash krieg ich alles bis auf sein Furoki in eine Surf-Range, wenn ihr den noch reinswitcht. Irgendwann sieht es auf jeden Fall richtig gut für uns aus. Hier ist ein Magnemite, was gescarft sein könnte. Aber ich denke ehrlich gesagt nicht, dass es gescarft ist. Weshalb ich hier auf einen Psyshock gehen kann. Ich hoffe, er. Die Deathlink Team sollte ausreichen, oder? Naja, ist resisted, es wird nicht ausreichen. Weil wir natürlich 20 Spezialangriffe haben. Ich kalk das mal nach. Sorry, ich weiß, die Ansicht ist dabei unangenehm, aber es ist ein Turnierkampf, okay? Da muss das schon sein. Also wir sind ein. Ich schau kurz die englischen Namen. Abra und Magnemite. Wir sind Abra. LC Sash. 20 Spezialangriff, das stimmt. Gegen. Auch wenn wir vom West mit anders sind, glaube ich. Gegen Magnemite. LC Berry Juice, sage ich mal. Wenn er angenommen Spezialverteidigung investiert ist, dann macht er Dazzling Gleam. Okay, solange nicht komplett speziell defensiv ist, reicht der Dazzling Gleam eigentlich aus. Oder wir gehen auf den Energy Ball, der nochmal Ticken mehr Schaden macht. Ich glaube, das ist der beste Play. Chimchar kommt hier. Ja, okay, dann war das kein guter Play. Könnt ihr in Lavita gehen? Mache ich, denke ich mal, auch. Und ich hoffe, ich kann jetzt hier sein Froakie rauskitzeln. Ich gehe auf jeden Fall auf einen EQ. Und ich denke eigentlich. Oh, lol. War das das Re. Oh, lol. Oh, lol, Slitzy. Hast du das zu Ende gedacht? Hast du das zu Ende? Er schreibt in den Chat, er wäre Kacke. Okay. Oh, das war ein großer Missplay. GG ist es aber noch nicht. Ich schreibe auch mal GG. Wenn er GG schreibt, schreibe ich auch GG. Ich überlege, ob ich das Team nochmal nehme. Ich denke mal nicht. Was hat er sich da gedacht? Wir gehen ja auf EQ. Drückt er halt nochmal Fake Out. Er wird halt einfach von einem gesetupten Clamperl gesweept, ne? Fireblast gut und schön. Moment mal, wenn er jetzt in sein Magnemite geht und gescarft ist, Flash Cannon drückt. War, wenn er gescarft Flash Cannon drückt, kann ich mich setupen, nevermind. Das wüsste ich dann. Wenn er aber gescarft ist und wo. Okay. Was kann ich hier eigentlich? Ich habe den Live-Op gesehen. Damit sweep ich ihn einfach jetzt mit Abra weg. GG. Aber hätten wir den Sash auf Abra nicht gehabt? Du, das wäre gar nicht mal so gut geworden. Wegen seinem Lavita, das hätte mich fast gesweept. Ja. Damit kann ich trotz meinem kleinen Fehler ins Finale des meines Showdown Cups. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Wertung und bis zum nächsten Mal. Ciao. Regeln muss man halt einhalten und so. Denkt da immer dran, Regeln muss man einhalten.